Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood. Genau. Ich hatte gerade irgendwie einen falschen Titel im Kopf. Ja, im letzten Part haben wir Begegnung mit einem Monster gemacht, obwohl wir denken, dass es keine Monster gibt, aber naja, so sind wir nun mal halt, ne? Wir sind immer noch der Detective, die wir auch schon im ersten Part waren, ist eine Frau. Und eigentlich sind wir auf der Suche nach dem Prediger, sind aber jetzt wohl hier einfach mal abgestiegen, weil der Wohnwagen, den wir im letzten Part gesehen haben, so merkwürdig und verdächtig aussah, dass wir beschlossen haben, hier müssen wir erstmal gucken. Und ja, dann würde ich sagen, werden wir hier weiter den Park erkunden, der eigentlich übrigens super schön aussieht hier. Die Blumen, die süßen Waschbären, die Pflanzen und die Gebäude sehen auch echt toll aus. Und ich würde so gerne mal einen Mammutbaumpark oder Wald sehen im... Was ist das denn hier? Ah, okay. Wir haben ein zweites Illusionsobjekt gefunden. In Amerika gibt es die ja an der Westküste. Genau, da gibt es so Mammutbaumwälder und da würde ich echt gerne mal hin und das sehen. Fanghorn, der Vater des Waldes. Ach, Specht, ey. Nerv mich nicht. So, was gibt's hier? Ob dieses Symbol eine Bedeutung hat? Die Figur hat ein Auge zu wenig. Ja, so sieht das aus. Wahrscheinlich hat das Symbol eine Bedeutung, denn jedes Symbol hier hat irgendeine Bedeutung. Wir werden uns mal hier genauer umschauen. Ravenwoods Snackbar Stange. Wegen Renovierung geschlossen. Okay. Das war es dann wohl mit einem leckeren Frühstück. Schade. Oh, das ist aber jetzt merkwürdig. The butterfly pendant. Becky was wearing it around her neck. My mom. She's gone. I'm scared. What's it doing under the snack bar door? Is Becky in there? But they all claimed not to have seen a thing. Oh, wow. Wenn sie das sagen, dann muss es natürlich wahr sein. Wahrscheinlich haben die alles gesehen und die sind alle wieder Anhänger vom Prediger. Und wir haben uns dann hier in die Höhle des Löwen begeben. Wir können hier nichts machen, weil die Bar von innen verschlossen ist. Können wir hier irgendwie gucken, dass wir... Auf der anderen Seite steckt ein Schlüssel im Schloss. Da brauchen wir wahrscheinlich ein, irgendeinen spitzen Gegenstand, womit wir den Schlüssel herausdrücken können. Oh, hier ist jemand. Okay, der fährt jetzt wahrscheinlich gleich mit der Gondel darüber zu seinem Anwesen. So, wir haben hier die Möglichkeit, was ist das denn? Ein Glasschneider zu nehmen. Das ist gut. Ich sollte die Kiste nicht weiter untersuchen oder der Kerl sieht mich noch. Dann reden wir doch erstmal mit dem Kerl. Good morning, ma'am. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Okay. Das ist schön, dass wir das dann tun können. Eine frische Ladung Souvenirs. Sonst können wir hier aber zur Holzfällerausstellung. Eine Drahtseilbahn, die an einem riesigen Mammutbaumstumpf befestigt ist. Interessant. Mhm. Aber sonst können wir hier, glaube ich, nichts tun, oder? Hier ist die schönen Blumen wieder. Immer noch geschlossen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zurück und versuchen unser Bestes an der Snackbar hier mit dem Glasschneider. Okay, jetzt können wir in die Snackbar gehen. Ich bin gespannt. How come it was locked from the inside if there's no other exit? Wahrscheinlich ist er unterm Bärenfell. Natürlich, das war doch klar. Was ist das denn? Eine interessant verzierte Kellertür. In einer Snackbar wie dieser etwas fehl am Platz. Ja, das mag sein. Können wir das hier irgendwie öffnen? Ich glaube, da fehlt noch was. In der Mitte ist eine kreisrunde Aussparung. Das könnte ein Schlüsselloch sein.
Okay, dann fehlt uns wohl noch der Schlüssel. Das ist sowieso eine sehr merkwürdige Snackbar, sehe ich hier gerade. Hier haben wir einen Kreishebel. Aha, jetzt haben wir eine Aussparung. Das ist creepy. Hat mich jemand durch das Fenster beobachtet oder bilde ich mir das auch nur ein? Du bildest dir hier gar nichts ein, Frau. Versteh das doch endlich. So, was... Oh, hier haben wir eine Armbrust. Die müssen wir bestimmt irgendwann reparieren und uns dann damit bewaffnen. Was ist das hier? Achso, das ist gehört zur Armbrust. Ansonsten gibt's aber hier, glaube ich, nichts. Das heißt, wir schauen uns mal hier um. Oh Gott. Okay. Ziehe die Stifte über die Gleise, um die Flügel des Raben zu entfalten. Lass die Zahnräder Gleisabschnitte öffnen oder schließen. Okay, das wäre geschafft. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich... So rum? Nee, wie kriegen wir denn... Ah, wahrscheinlich müssen wir jetzt... So rum. Ah ja. Okay, so rum müssen wir jetzt. Das wäre erledigt. Schneller als das Licht. Auszeichnung freigeschaltet. Das ist sehr schön. Dann gehen wir jetzt in den Keller hinab und ich wette, wir brauchen die Fackel für Licht. Oh, who was that? At least I'm not hurt. Ja, das hätte ja nicht anders laufen können. Wir wurden also wirklich beobachtet. Hier unten ist es stockdunkel. Ich brauche ein Licht. Ja, wir haben ja zum Glück hier unsere Fluchtfackel. What is this place? Ja, das sieht ein bisschen creepy aus. Zum Seitenraum können wir hier... Ih, die Ratte, was hatten die für Augen? Mit dem richtigen Werkzeug kann ich die verkohlte Kiste aufbrechen. Haben wir nicht? Haben wir nicht. An dieser Tafel sind Markierungen zu sehen, aber ich bin nicht nah genug, um genaueres zu erkennen. Ah, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie hochkommen. Hier sind Räder. Okay, das klemmt. Die Türwinde ist kaputt. Ich muss sie einrasten. The pulley is damaged and won't lock into place. I'll have to find a way to lock it while the door is open. Ah, okay. Wahrscheinlich irgendwie mit der Kiste oder so. Könnte etwas schwer werden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Seitenraum. Ich bin aber irgendwie ein bisschen misstrauisch. Könnte sein, dass ich mich erschrecke wegen irgendwas. Nein, okay. Hier haben wir eine Axt. Das ist gut. Mit der Axt können wir die Kiste öffnen. Ich fühle mich im dunklen Licht wohl. Ich brauche mehr Licht. Eine Lampe benötigt Brennstoff. Ah, wahrscheinlich ist das in der Kiste drin. Was ist das hier? Wow. Out. I need your help. And if you're down here, then you're in need of mine. We can't trust anyone out there. This place is not what it seems. Is there anything you'd like to ask me? Oh cool, wir können jetzt hier Sachen fragen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob der Gefangene vielleicht der Prediger ist. Das könnte auch sein. Fragen wir mal zu Gefangener. Who are you? Why are you locked up down here? I came here to settle an old score. My friend came out on top. For the time being. You're here to find some missing people, aren't you? But like me, you found yourself in trouble instead. I will help you get out of here and assist you in your investigation. But in return, I need you to release me. Trust me. We share the same foe. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. How can we help each other? I know a bit about our enemy and this place.
I will give you clues and tell you his story. I'll also give you a few small artifacts I managed to steal from him and keep hidden in my cell. In return, you'll release me. As you can see, my cell has quite a complex lock. The relief is the key. If I know my enemy, its pieces are scattered around the park, in the tunnels, trees, everywhere. Should you manage that, my assistance will turn from words to actions. Ja, ich denke, wir haben keine große andere Wahl, um hier groß rauszukommen und herauszufinden, was hier passiert ist. Das heißt, wir werden ihm helfen müssen. Außerdem, ja, will ich ja auch wissen, was hier passiert ist. Ja, dem Gefangenen zufolge sollte die Vervollständigung des Reliefs die Zellentür öffnen. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir zumindest mal ein Feuerzeug. Würde ich sagen, machen wir hier erstmal mit der Axt die Kiste auf. Ah ja. Jetzt haben wir hier Kerosin. Das ist bestimmt sehr gut zum Ölbrennen. Dann machen wir hier mit dem Feuerzeug die Lampe an. Und haben jetzt auf einmal sehr, sehr, sehr viel mehr Licht. Das ist gut. Was ist das denn hier? Ih. Eine Vampirfledermaus. Okay, nicht so schön. Hier haben wir vor allem Paletten. Ah, und eine Leiter. Damit können wir bestimmt an die Symbole ran. Und hier haben wir... Wahrscheinlich wird das unsere Beweiswand werden, ne? If you pin your evidence on this board, I can help you in your investigation. I can see the whole board from here. Just clear the remaining stuff off it. Aha, okay. Ich bin jetzt... What exactly are you investigating? I have evidence that a few people disappeared this morning at the park gate, under highly unusual circumstances. It comes as no surprise to me. I'll help you find them. Start off by identifying our missing persons. Von nun an werden Beweisstücke an dieser Übersicht aufbewahrt. Das hatten wir ja schon im letzten Part. Ich werde diese Anleitung überspringen, denn das hatten wir ja schon im letzten Part gesehen. So, hier Charlie und seine Engel. Ah, okay, das war also das Amulett von der Mutter und das Kind. Also da geht es um Schmetterlinge, sind wichtig. Eine glückliche Familie, die Eltern vergöttern ihre Tochter. Nein, wie kann ich... Ach so. So. Involvierte Personen. Du benötigst zwei weitere Beweisstücke, um diese Gruppe zu vervollständigen. Das hier wahrscheinlich. Wer ist dieses Mädchen? Was ist mit ihr geschehen? Das hatten wir auch schon gesehen. Und dann hier. Rachel Simons, Kalifornien. Das Wohnmobil muss ihr gehören. The whole family is gone. The mother's purse was left next to the park gate, together with her wallet, car keys, documents and a picture of her daughter. The very girl I found. My mom and dad are gone! A monster took them. And then lost, moments later. Such a happy family. Indeed. I can't leave now. I have to find them. But first, we need to establish what happened to them after they were taken. And who's behind their disappearance. But I can't do my part until I get out of this dungeon. Obviously. I think I can help you. Come here to the cell door. Oh Gott. Wann immer die Reflexion des Gefangenen sichtbar ist, hat er neue Informationen für dich. Wähle die Reflexion aus und du gelangst zur Zellentür. Ich glaube immer noch, dass das der Prediger ist. Der sieht doch aus wie der Prediger, oder? Your way in is your way out. The trap door. Among my few possessions, I have one of the two keys. To find the second, you'll have to search the maze of tunnels beyond the metal door. Decipher the rune symbols above the door. They will lead you through the maze. Good luck. Okay, das haben wir alles schon gehört. Jetzt haben wir also hier ein Taschentuch. Ah, nee, ein Papier und eine Metallklaue.
Aha, dieser Schlüssel sieht nicht sonderlich vertrauenserweckend aus. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier mit der Leiter und schauen uns jetzt hier die... das Papier brauchen wir bestimmt, um das hier abzupausen. Mithilfe des richtigen Werkzeugs könnte ich die Symbole an der Wand kopieren. Ja, haben wir einen Stift oder so? Ah, mit dem Spachtel vielleicht. Nee. Eingefädelter Haken? Hä? Ich wollte eigentlich lesen, was hier stand. Mist. Haben wir hier irgendwie... Haben wir hier irgendwie ein Stückchen Kohle oder so? Das wir nehmen können? Oder ist das gerade alles viel zu einfach? Nee, das hatten wir schon. Mithilfe des richtigen Werkzeugs könnte ich die Symbole an der Wand kopieren. Was willst du hier mit dem Papier? Und welche Wand meinst du? Das ist nicht ganz richtig. Das ist aber nicht ganz richtig. Können wir hier irgendwie... Wir können doch hier bestimmt das Brecheisen dazwischen stecken. Okay. Aha, dieses Symbol gibt es einmal. Können wir hier irgendwas mit dem Spachtel machen? Hier haben wir nichts. Ah doch, hier geht's auf. Wunderschön. Eine Skeletthand. Hier gibt es einmal die Symbole. Tauchen die dann jetzt hier auf? Oder... Hä? Mit dem Schmetterling? Interessante Idee. Mit der Karte? Aber wir haben doch hier nichts anderes. Stück Kohle. So, jetzt. Aha, so, jetzt haben wir hier einmal das B, dann dieses O. Okay. Was steht denn hier? Nur die Anhänger... Nur die Anhänger des Meisters werden den Weg finden oder so war es doch, oder? Gut. Dann... The maze the prisoner spoke of. Ja. I should follow the runes in the code he gave me. Ja, dann machen wir das. Wir haben hier das B. Dann haben wir hier das O. Hier an ist keine Rune. Doch hier, oder? Nee, egal. Ist es sowieso das hier das Richtige? Dann müssen wir hier durch. Ah, wunderschön. Creepy. Und dann müssen wir durch das X. Das muss dann ja das hier sein. Und dann durch das B nochmal. Achso, hier ist das B. Genau. Dann machen wir natürlich das hier. It seems I've reached some kind of chamber. Aha, hier ist ein Schmetterling. Ein magischer Schmetterling. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, nach Illusionsobjekten zu schauen. Was ist das hier? Hier ist eine... Was ist das? Eine Reliefmarke. Okay. Dann würde ich sagen, werden wir uns... Was ist das denn? Ich kann etwas in dieses Loch hineinschrauben. Das machen wir natürlich mit dem Haken. Und ich glaube, dann können wir eines von den Ketten nehmen, ne? Genau. Ich könnte hier die Kette von der Wand befestigen. Yep. Der Rest der Kette ist schon vor langer Zeit abgerissen. Da brauchen wir dann wohl eine Kette. Hier können wir kurbeln. Es ist sinnlos zu ziehen, solange die Kette gerissen ist. Haben wir irgendwas, um die zu verbinden? Nee, bis jetzt nicht. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal wimmeln.
Ja, das mache ich jetzt noch. Okay, wir brauchen definitiv sehr viele Kettenteile. Hier ist was. Hier ist was. Hier. Der schwere Felsen lässt sich nicht ohne Hebelwirkung lösen. Dann machen wir das doch so. Dann haben wir hier auch eine Kette. Da ist eine Spalte im Felsen. Ein guter Hieb mit etwas Robustem sollte ihn zerbrechen. Aha, was haben wir denn hier Robustes noch? Haben wir... Ja, hier ist... Hier war doch eine Hand... Nee, oh Gott, ich bilde mir gerade schon Sachen ein. Also hier. Zack. So, dann haben wir jetzt... fast alles. Zwei Sachen fehlen noch. Einmal hier dieser hier und der lilane Haken. Ah, hier. Achso, das lila bedeutet, dass es noch fehlt. So, jetzt haben wir einen Haken mit Kette. Den setzen wir hier natürlich ein. Und hier unten. Und dann würde ich sagen, letzte Kurbel. Okay. Und im nächsten Part werden wir dann hier nach unten gehen. Ich bin mal gespannt. Wir können ja uns hier noch ansehen. Uff, da fehlt noch was. Wir haben noch kein viereckiges Symbol. Das heißt, das können wir jetzt auch noch nicht machen. Genau. Dann werde ich im nächsten Part in die Luke steigen. Und bin natürlich gespannt, was sich hier hinter verbirgt. Was denkt denn ihr, wer der Gefangene ist? Denkt ihr auch, dass das vielleicht der Prediger ist? Oder denkt ihr vielleicht, dass der Prediger eher der Parkbesitzer ist. Ich bin natürlich super gespannt, was ihr dazu meint und wie euch dieses Spiel bis jetzt gefällt. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!